Upcoming Earnings. Bringt Polestar seine Quartalsberichte raus? Für die Upcoming Earnings, da gibt es nämlich nicht so wirklich viel zu sagen. Es gibt MSC und Polestar. Hier muss man sagen, MSC ist nicht die große Reederei, sondern ein größeres Industrieunternehmen aus den USA. Polestar, ja, zuletzt die ganze Zeit unter Druck wegen fehlender Geschäftsberichte. Jetzt kommt gegebenenfalls mal ein neuer. Das Ganze passiert heute, sonst haben wir Leerlauf und wir sind quasi kurz vor Schwung in die nächste Quartalssaison, auf der auch der Fokus liegt. Bis dato haben wir noch ein paar Wirtschaftsdaten, wir haben Inflationsraten, Einkaufsmanager-Indizes, Industrieproduktion, Arbeitslosenquoten, natürlich zum Monatsbeginn. Und wenn wir auf diese Woche gucken, ja, wie gesagt, am Donnerstag gucken wir uns mal die Apothekenketten an, Walgreens Boots Alliance, wir werden einen Blick auf CVS werfen und uns die Frage stellen, wie tief kann es da noch gehen oder gibt es gegebenenfalls noch Erholung? Dann auch nachmittags Investmentwerkstatt, generell einmal der Healthcare-Bereich im Fokus, wir werden mal die gesamte Branche analysieren, Aktien auswählen, die hier für passend halten. Und nächste Woche geht es natürlich weiter mit dem Market Roundup. Und bald gibt es dann auch das große Aktien-Update, wo wir dann viele, viele Neuerungen vorstellen. Mehr dazu findet ihr aber bald. Ich verabschiede mich an der Stelle. Bis dahin. Tschüss.